Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir was richtig Creepy-mäßiges für euch vorbereitet. Ihr seht es hier schon, da ist ein Evoli, aber nicht irgendein Evoli, sondern ganz nach dem Motto, nimm zwei Vitamine und Naschen. Sind das eigentlich zwei Evoli als ein Evoli getan? Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist, warum die Grafik da schon wieder so rumspackt, ist aber lustig, denn ich wollte mein Evoli zu Nachtara entwickeln. Weil ich jetzt versuchen wollte, immer jede Evoli-Entwicklung als 100%ige zu bekommen und zu sammeln und zu machen und zu tun. Und ich habe damals schon einen Psyana entwickelt. Jetzt wollte ich mir das Nachtara auch noch holen. Dabei können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie man das überhaupt macht, dass das zu Nachtara oder zu Psyana wird. Einige haben da ja immer Probleme. Aber ich weiß nicht, das Evoli, das war einfach da. Das hatte zwei Grafiken. Normalerweise könnt ihr das ja drehen und wenden und antippen, aber da war einfach in dem Evoli ein zweites Evoli drin und hat sich gedreht und hat sich gemacht. Das eine ist einfach stehen geblieben, ganz normal. Und das andere konntet ihr drehen und wenden, sodass ihr zwei gekreuzte ineinander hattet, die sich da im Weg stehen, sage ich mal. Und selbst als ihr das dann entwickelt habt, habt ihr schon beim Anfang der Entwicklung gesehen, dass da einfach nicht das Evoli hochgeflogen ist, sondern dass ein Nachtara plötzlich schon in dem Evoli zu sehen war, was zusammen mit dem Evoli hochgeflogen ist, die beide gleichzeitig dann sich erhoben haben und ihr schon gesehen habt, okay, es hat geklappt, schließlich ist ja die Grafik von dem Nachtara schon da, wird also kein Psyana, da war man schon auf der sicheren Seite und beim Nachtara sah es dann genauso lustig aus, genauso komisch, dass da einfach zwei Nachtara da waren, ihr eins drehen konntet, wie ihr wolltet, das andere ganz normal da gesessen hat. Wie das kommt, weiß ich nicht. Habt ihr vielleicht auch schon mal sowas gehabt? Der Ismo, der schickt mir immer häufig Bilder, wo er einfach total missgestaltete Pokémon hat. Im Buddy-Menü, wo plötzlich der Schwanz von hinten nach vorne ist und vorne durch das Pokémon durchgeschoben, durchgezogen. Ich habe mich immer gedacht, was macht der denn? Wieso sieht das denn so aus? Jetzt habe ich es gesehen, bei dem Evoli war es aber genauso, dass sich das einfach vermischt hat, ihr das eine einfach rumdrehen konntet, dass die Hinterseite durch die Vorderseite geschoben war. Ist mal wieder was ganz Spezielles, Niantic, also die, da bleibt kein Auge trocken, sage ich mal. Und habt ihr das auch schon mal erlebt? Wie gesagt, nochmal der Tipp, wenn ihr also euer Evoli entwickeln wollt zu Psyana oder Nachtara, nehmt es als Buddy, lauft damit 10 Kilometer, beziehungsweise auf der sicheren Seite seid ihr natürlich, wenn ihr mehr als 10 Kilometer lauft, wenn ihr 10,1, 10,2, 11,9, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen zwei Bonbons gefunden werden. Ihr könnt das auch im Tagebuch dann überprüfen, ob das drin steht, dass das Evoli einen Bonbon gefunden hat. Und wenn ihr zwei Bonbons gefunden habt und 10 Kilometer gelaufen seid, müsst ihr das dann einfach über das Buddy-Menü entwickeln. Viele machen den Fehler, die gehen dann einfach immer in die Pokébox rein oder tun das als Buddy schon entfernen. Und ich habe es immer auf die gleiche Art gemacht, hatte noch nie Probleme, es hat bisher immer alles genau funktioniert. Ihr tippt auf Kumpel, dass ihr das seht, ihr seht die Kilometer sind voll, ihr seht die Bonbons sind voll und ihr tippt unten auch wieder auf diese Bonbon-Anzeige bei dem Kumpel und dann wechselt das automatisch in das Buddy-Menü, wo der Buddy noch ein Buddy ist und wo ihr nicht in der Pokébox seid, wo ihr in einem Zwischenfenster seid sozusagen, wo ihr einfach nur den Kumpel in voller Pracht habt mit Entwicklungsbutton und allem dazu und daraus entwickelt ihr das einfach. Bei Tag wird es zu Psyana, bei Nacht wird es zu Nachtara. Ob es Tag oder Nacht im Spiel ist, erkennt ihr eigentlich am Spiel selber. Denn irgendwann ist es einfach düster im Spiel, alles ist dunkel. Alternativ könntet ihr auch einfach sagen, ihr macht das 22 Uhr abends laut eurer Zeit. Dann muss es ja definitiv dunkel sein. Aber da haben viele Leute Probleme, warum auch immer. Die sagen immer, ja, ich habe jetzt schon drei Stück entwickelt, bin jedes Mal 10 Kilometer gelaufen, habe dreimal schon entwickelt, jedes Mal ist Aquana rausgekommen oder Flamara. Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir hat es bisher immer geklappt, 100% ging das, Psyana, Nachtara, kein Problem. Deshalb probiert es so. Ich habe ja damals schon bei der Celebi-Forschung, glaube ich, habe ich ja auch Road to Celebi, diese einzelnen Kapitel gehabt. Da habe ich das ja auch schon gezeigt, wie man das macht. Zu der Zeit war ich gerade bei Iswo, war da im Badezimmer, habe da, glaube ich, mein Pokémon entwickelt. Das klingt ein bisschen pervers, was ich da im Bad gemacht habe. Auf jeden Fall, das hat funktioniert. Es hat zwischendurch immer noch funktioniert. Es hat jetzt auch funktioniert. Es funktioniert eigentlich immer, wenn man das richtig macht. Und ja,
Ansonsten bin ich gespannt, ob es da mal noch mehr lustige Glitches, Bugs und Grafikfehler gibt. Wenn ihr was habt, zeigt mir das oder berichtet mir davon. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da so findet. Und das war's, glaube ich, jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.